Hallo, guten Abend. Oh Mann, ey. Na, wie geht's dir? Es ist saukomisch. Also wirklich, du kannst es dir gar nicht vorstellen, aber es ist saukomisch. Du siehst deinen Channel, deinen Stream und du bist nicht derjenige, der streamt. Es ist einfach komplettes, wenn man es so nennen möchte, Out-of-Body-Experience. Sehr aber geil. Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Tief durchatmen. Ja, muss sein. Muss auf jeden Fall sein. Kannst du jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie sich all diese Menschen, die du über lange Zeit gequält hast, fühlen? Genau, darüber wollte ich jetzt auch mehr oder weniger einen Monolog halten, aber du ersparst es mir bestimmt. Ja. Sehr gut. Ja. Wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Dann starten wir die erste Frage des heutigen Abends mit Aquastics. Aus der Küche welchen Landes stammen Gnocchi? Niederlande, Spanien, Zypern oder Italien? Das ist sehr interessant. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Es gibt auch Leute, die sprechen das Gnocchi aus. Unter anderem ich. Relativ sicher, dass es Italien ist. D. Okay, Antwort D, Italien. Ist richtig. 200 Bits. An welche Länder grenzt der Zwergstaat Andorra? A. Spanien und Portugal. B. Griechenland und Albanien. C. Monaco und Italien. Oder D. Frankreich und Spanien. Ich habe eine Vermutung. Ich spiele es jetzt mal ein bisschen safe. Gib mir einen 50-50-Dex. Okay. Dann nehmen wir den 50-50-Joker. C stehen. Wehe. Computer! Wehe, bei Gott. Lösche bitte zwei falsche Antworten. C, Monaco und Italien. Monaco und Italien. Das war das andere, was ich jetzt erschlossen habe. Von den. Zwischen Frankreich und. Nee, weißt du was? Weißt du was? Ich hab. Das ist jetzt bestimmt. Ich lieg jetzt bestimmt falsch. Moment. Andorra. Ohne Witz, ich weiß jetzt schon, dass das auf jeden Fall mein nächstes Urlaubsziel sein wird. Komm. Ich zweifle jetzt an mir selber und ich sage, es ist Frankreich und Spanien. So, Ende aus, fertig, das ist meine endgültige Antwort. Gute Nacht. Okay. Mal schauen, ob die Selbstzweifel gut oder schlecht waren. Die Antwort ist richtig. Boah, eieiei. Das sind nur 200. Also es gibt insgesamt 6 europäische Zwergstaaten. Neben Andorra sind es der Vatikan, Monaco, San Marino, Malta und Liechtenstein. Bitte fahre fort. Okay, dann fahren wir fort. Wollen wir diesen Brei ein wenig mehr verquirlen mit der nächsten Frage. Für 300 Bits. Wie heißt eine Blutvergiftung in der Fachwelt? Sepsis. Toxis. Pneumonie. Oder Fluxus? Ich glaube Sepsis. Okay. Einloggen? Ja. Okay, einloggen. Sepsis ist richtig. Eine Sepsis bzw. septische Erkrankung entsteht, wenn die körpereigenen Abwehrsysteme eine Infektion und deren Folgen nicht mehr lokal begrenzen können. Vielen Dank für diese Facts, die uns zu jeder Frage zur Verfügung gestellt werden. Aber Sepsis, ja. Okay, nächste Frage für 500 Bits. Welche Wellen verwendet man für Bluetooth? Kurzwellen. Dezimeterwellen
Ultrakurzwellen oder Zentimeterwellen. Ich hasse euch. Für 500 Bits. Willst du wieder Bauchgefühl hören? Sag mal. Die Dezimeterwellen wären mein Bauchgefühl. Nicht einloggen. Dezimeterwellen. Ja, aber ich habe mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Welche Wellen hat denn Bluetooth? Ja, komm, also die ersten 5 müssen wir mindestens haben. Dex, ich möchte bitte einen Publikumsjoker. Okay, dann, lieber Chat, bereitet euch vor. Mein Tipp an den Chat, bitte einfach nur antworten, wenn ihr es wirklich wisst. Weil wir wollen alle Aquastics alias Daniel nicht jetzt schon nach Hause gehen sehen. Also ich auf jeden Fall nicht. Deswegen, in wenigen Sekunden startet die Frage im Chat. Hier kommt sie nochmal. Welche Wellen verwendet man für Bluetooth? A. Kurzwellen. B. Dezimeterwellen. C. Ultrakurzwellen. Oder D. Zentimeterwellen. Chat ist nicht zu 100% entschlossen. 71% sind für die Dezimeterwellen. 29% für die Ultrakurzwellen. 7 Stimmen wurden abgegeben. Ja, nee, dann gehe ich jetzt mit meinem Bauchgefühl, weil der Chat scheint sich auch bei mir eingenistet zu haben. Das ist jetzt klar, das ist nicht mal 3/4, aber es ist über die Hälfte. Dex, wir nehmen B, Dezimeterwellen. Okay, dann loggen wir es ein. B. Bedank dich beim Chat. Es ist richtig. Ich hätte damit gehen können. Oh Mann, ja. Ja. Der Dezimeter-Wellenbereich liegt zwischen den längeren Ultrakurzwellen, die gibt es also wirklich, obwohl du sie ausgeschlossen hast, und den kürzeren Zentimeterwellen mit einer Reichweite von 10 cm bis 1 Meter. Das entspricht einem Frequenzband von etwa 300 MHz bis 3 GHz. Dann kommen wir jetzt zur ersten Stufe. 1000 Bits, bist du bereit? Mhm. Okay, hier kommt die Frage. Wie heißt eine bekannte Programmiersprache? Marcel, Pascal, René oder Kevin? B. Pascal. Bist du dir sicher? Dann loggen wir es direkt ein. Das Nicken ist ein Ja? Okay, er nickt weiter. Herzlichen Glückwunsch. 1000 Bit. Anfang der 1970er Jahre wurde die Programmiersprache Pascal von Nikolaus Wirth entwickelt. Die beruht auf der Weiterentwicklung von Algol 60. Okay. Let's go, hat er gesagt. Und hier kommt sie, die Frage für 2000 Bits. Welche Stadt wird auch als Drei-Flüsse-Stadt bezeichnet? Hamburg, Passau, Bonn oder Straßburg? War da nicht was mit Geografie vorhin? Ja. Oh wei. Bonn ist Quatsch. Warum? Weil ich schon öfters genug in Bonn war, um zu sagen, da sind keine Drei-Flüsse. Irgendwas, desto mehr ich drüber nachdenke, am Ende des Tages kann ich jetzt hier keine Bits verlieren. Also. Aber weißt du was? Joker. Weißt du was? Fuck it. Bauchgefühl. Hamburg. Kein Joker? Nein. Ganz sicher. Ganz sicher. Bitte, Daniel, Murk, hau mich nicht. Aquastics. Damit hast du 1000 Bits gewonnen. Die Antwort ist leider falsch. Es wäre Passau gewesen. Okay. Ah, sind das die drei Flüsse? Ilz, Inn und die Donau. Und die führen beide in Passau zusammen. Okay, hier, deine Gewinnsumme. Bestes Ergebnis heute. 1000 Bits. Herzlichen Glückwunsch.